Hallo und herzlich willkommen aus unserem Krisenchat-Office aus Berlin. Ich bin Liana, Psychologin bei Krisenchat und bin sehr froh, heute Fabian zu Besuch zu haben. Hi. Fabian hat sich bereit erklärt, heute eine kleine Atemübung vorzumachen. Aber als erstes möchte ich dich gerne nochmal um ein Like bitten, wenn dir unsere Videos gefallen. Wir haben noch ganz viel mehr psychologischen Content, dafür am besten einfach subscriben. Und wenn dir die Übung gefallen hat, beziehungsweise du noch irgendeine andere Übung kennst, von der du möchtest, dass wir sie mal machen, dann schreib uns sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also die 4x4 Atmungsübung ist eine ganz leichte Übung eigentlich, die du gerne jetzt mitmachen kannst. Fabian wird sie euch gleich vormachen. Und es geht dabei einfach darum, dass du dich entspannst, ein bisschen im Hier und Jetzt ankommst und wieder zur Ruhe findest. Hast du die schon mal gemacht? Kennst du die Übung? Ich kenn das, weil ich eben in meinen Panikattacken damals auch irgendwo dachte, ich muss irgendein Tool jetzt finden. Und dann auch in der Klinik wurde mir dann eben diese Atemtechnik nahegebracht, weil du einfach mit deiner Atmung so viel bewirken kannst und man möchte echt nicht glauben, was das mit einem anstellt. Na, hervorragend. Das ist doch mal ein richtig motivierender Einstieg. Und dann geht's jetzt los. Also die sogenannte 4x4 oder auch Quadratatmung kommt aus dem kohärenten Atmen, also dem zusammenhängenden Atmen. Und es geht darum, Blutdruck und Herzschlag und sowieso dein Körperempfinden irgendwie wieder auf eine Bahn zu bringen, um dich so irgendwie zu entspannen und alles wieder ein bisschen runterzufahren. Das heißt, das Stresslevel wird reduziert. Also, wenn du möchtest, dann kannst du gerne die Augen schließen. Okay. Du, der oder die du zuschaust, natürlich gerne auch. Und es ist jetzt ganz einfach. Es geht darum, 4 Sekunden lang einzuatmen, dann 4 Sekunden zu halten und dann wieder 4 Sekunden auszuatmen. Also am besten nochmal bequem hinsetzen. Und jetzt ganz bequem mit beiden Nasenlöchern 4 Sekunden lang einatmen. 1, 2, 3, 4. Jetzt halten wir. 1, 2, 3, 4 und jetzt ausatmen. 1, 2, 3, 4. Jetzt wieder halten. 1, 2, 3, 4 und einatmen. 1, 2, 3, 4 halten. 1, 2, 3, 4 ausatmen. 1, 2, 3, 4 halten. 1, 2, 3, 4 und vielleicht noch mal, ohne dass ich was sage. Ich fühle mich total entspannt. Wirklich? Es ist wirklich, das ist krass, wenn man das wirklich macht und dann vielleicht auch wirklich so, meinetwegen 10 Atemzüge genau so macht, das bringt einen so runter. Also das ist wirklich, wirklich eine mega gute Möglichkeit. Gerade wenn du einfach eine aufsteigende Angst oder Panikattacke bekommst oder wenn dir einfach gerade mal alles zu viel wird, das erdet dich so und bringt dich wieder so ins Hier und Jetzt. Also wirklich eine richtig, richtig gute Übung. Ja, super. Schreibt uns doch also gerne in die Kommentare, ob das für euch auch direkt so hilfreich war. Und behaltet aber auch im Hinterkopf, dass man so eine Übung auch ein bisschen üben muss. Das heißt, wenn es vielleicht jetzt nicht direkt geholfen hat, dann gebt der Übung gerne noch eine Chance. Denn wie Fabian schon richtig und aus Erfahrung sagt, können Atemübungen total helfen, sich zu beruhigen. Das gilt für jede Person, aber natürlich vor allen Dingen für Personen, ne, die vielleicht Angstzustände haben oder eben andere psychische Probleme. Von daher vielen Dank nochmal, Fabian, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Ja, bis zum nächsten Mal.